Sonja, wie gesagt, ihre Leiche liegt dort und sie hat sich in der Zeit, da sie in Janka war, wohl einige Freunde in der Bevölkerung gemacht. Deswegen möchte ich das nicht an die große Glocke hängen. Ich glaube nicht, dass wir jedem auf der Straße einzeln erklären können, dass sie eine gefährliche Paktiererin war. Nun ja, deswegen möchte ich, dass die Leiche unauffällig verschwindet. Keine Sorge, ich werde sie zerschneiden und im Hafenbecken versenken. Ich glaube, besprecht euch zuvor noch mit Abelmir. Er wollte eventuell noch einen Blick auf sie werfen. Wir könnten sie hier zerschneiden. Ich muss sie noch untersuchen. Auf Merkwürdigkeiten. Ja, wir kriegen sie bestimmt auch unbemerkt von dort nach hier. Kein Problem. Ja, deswegen sollt ihr mit Lahalkash und seinen Akolyten zusammenarbeiten, denn die Frau war damit beauftragt, den Raya-Tempel auszumalen. Und ich befürchte, dass es sich um ein Werk handelt, das den Göttern zuwider ist. Wie konnte sie den Tempel überhaupt betreten? Sie konnte es, aber sie ist nicht die erste Paktiererin, die wir einen Tempel betreten sehen haben. Und ich möchte, dass die Fresken samt und sonders übermalt werden. Weißelt den Tempel, alles ist besser als dieses frevlerische Werk. Ein Neuanfang. Das bekommen wir hin. Wenn ich einen Vorschlag machen würde, ich würde sie nicht übermalen, sondern wirklich entfernen lassen. Ich schaue es mir an und werde Ja. dann meine Einschätzung treffen. Danke, Lahalkash. Ich habe Rabenmund beauftragt, euch einen Wagen, Gerüste und weiße Farbe zu besorgen. Ihr könnt sie zum Antransport nutzen und dann zum Abtransport der Leiche. So verstanden. Rabenmund. Blauer Ballast. Ja. Ich danke euch. Gut, dann brechen wir auf. Keine Zeit rumzusitzen. Ich gebe Ihnen natürlich den Schlüssel. Ja. So seid ihr wieder alleine. Was für ein aufregender Tag. Und er ist immer noch nicht zu Ende. Oh ja, durchaus. Aber dass der Hochkönig uns dieses Gefäß gebracht hat, das ist, denke ich, eine sehr wichtige Sache. Ich habe vergessen zu fragen, wozu dient dieses Gefäß? Oh, es ist ein Rohalsgefäß, um den Splitter einzusperren. Ah, ich habe so etwas noch nie gesehen. Nun, es ist sehr schön. Es ist verziert mit den Zauberglyphen des Zauberschmiedes und mit einigen Rubinen. Und ihr könnt einen Blick darauf werfen, wenn ihr Gonnech ganz nett fragt und sagt, dass ihr meine Erlaubnis habt. Aha. Wieso muss ich Gonnach Erlaubnis bekommen oder? Nun, weil ich das Artefakt verwahre, es wurde mir übergeben. Und Gonnech hat von mir den Auftrag bekommen, niemanden an das Artefakt heranzulassen, der nicht ausdrücklich von mir Nun, eingewiesen dann worden solltet ist. ihm vielleicht sagen, dass ich das Artefakt inspizieren könnte. Nun, ja, deshalb meinte ich ja, ihr sollt ihm sagen, dass ich euch gesagt habe, dass das in Ordnung ist. Ihr könnt es ihm doch selbst sagen. Habt ihr Angst, mit Gonnech zu sprechen, Abelmir? Nun, Angst nicht, aber er ist, nun ja, ein Trollzacker. Nun und? Er hat schon recht, Boltax. Ich meine, Abelmir könnte ihm ja alles erzählen. Es ist besser, wenn er es von dir hört. Na gut, dann sage ich es ihm gleich. Ja, vielen Dank. Ja, dann gehe ich kurz zu Gonnech und teile ihm mit, dass Abelmir sich das Artefakt mal angucken darf. Haben wir sonst noch etwas in Janka zu schaffen oder können wir bald aufbrechen? Ich habe mit Rafim darüber geredet, dass wir die Aves-Seeschüler von Bord schicken sollten. Wir haben sie in Zorgan an Bord genommen. Ich denke, wir können es ihnen als Heimurlaub verkaufen. Ah ja, stimmt. Ich empfehle, eine weitere Geschützmeisterin einzusetzen, damit nun ja unsere Geschützmeisterin weniger Arbeit hat. Es ist viel Arbeit. Ja, ich würde mich damit auch sicherer fühlen. Vielleicht können wir in Kunchum eine anwerben. Ja, ich glaube auch alle, die hier in Janka aktuell sind, nun dienen bereits auf irgendeinem Schiff. Also muss das wohl bis Kunchom warten.
Naja, und ich denke, wir sollten auch unsere vierbeinigen Freunde ausladen. Ihr wollt euren Bären zurücklassen? Nein, die Katzen. Ach, die warum die Katzen? Naja, weil dieses Ding hier bestimmt untergehen wird. Nun ja, dann gehen die Katzen halt mit unter. Und? Lamin sieht Rafim ein bisschen verliebt an. Naja, nur weil Menschen mir unsympathisch sind, müssten mir Katzen ja nicht unsympathisch sein, du Arschloch. Wollt ihr sie hier aussetzen, oder was? Naja, zu Lamin gehört ungefähr die Stadt, das wird sie schon hinkriegen, die irgendwo unterzubringen. Und Katzen sind Raya gefällig, gerade hier in Aranien. Wir hatten immer viele Katzen im Tempel, vor allem Straßenkatzen, die wir gefüttert haben. Aber ich bin sicher, es würde sich einrichten lassen, dass sie hier im Tempel leben, nachdem die Malerarbeiten dort abgeschlossen sind. Aber es wird sich sicher eine Übergangslösung finden lassen. Naja, und ich glaube, die restlichen Vierbeiner brauchen wir. Also Schnabelmir, Groschu, Mira, die können ja alle mit in den Kampf ziehen. Das stimmt, das ist etwas anderes. Außerdem kann ich mir kaum vorstellen, wie du dich von Mira trennst. Ja, das wird kein schöner Tag werden. Ja, uns stehen unschöne Tage ins Haus. Die Elefanten sind in Janka oder in Kunchum? In Janka. In Janka. Die Elefanten sind in das schwarze Loch der Vergessenheit gefallen und da bleiben sie. Danke sehr. Genauso wie Zulamins Pferdeherde, der sie irgendwann, wenn wir hier sind, noch einen Besuch abstatten wird. Genauso wie Schnabelmir, den wir auch einfach vergessen würden, wenn Voltax ihn nicht dauernd wieder aus der Versenkung zerren würde. Der wird mein Vertrautentier. Was glaubst du, was ich mit Xenos bespreche? Um ein Vertrautentier zu haben, müsste dir irgendjemand vertrauen. And that's not happening. Schnabelmir vertraut mir. Naja, dann ist die Frage, wollen wir den Gräumling mitnehmen oder nicht? Aktuell brauche ich ihn noch sehr dringend. Würde ihn, glaube ich, in Kunchum aussetzen. Aussetzen, wie das klingt. Nun, auch ihn haben wir in Kunchum an Bord genommen, also möglicherweise lässt er sich davon überzeugen, dort wieder von Bord zu gehen. Aber wie gesagt, gerade brauche ich ihn noch für einen Haufen Verwaltungsaufgaben. Wenn ich mir diese Flotte hier so ansehe. Naja, also, nennen wir es mal den Mut der Verzweifelten, aber wenn man nicht weiter auf das eigene Leben plant, können einem zukünftige Investitionen auch sehr egal sein. Oh, es geht nicht um Geld. Es geht darum zu erfassen, welche Schiffe wir haben und vor allem auch, was die Kapitäne fähig und willens sind, in der Schlacht zu leisten. Damit wir einen Überblick haben. Außerdem solltet ihr vielleicht nicht durch die Straßen laufen und von einem Dächern schreien, dass ihr nicht erwartet zu überleben. Dies könnte die weniger Standhaften unter unseren Verbündeten abschrecken, hm? Naja, normalerweise würde ich mich euch an dieser Stelle anschließen, aber dass das hier ein Alvarans Kommando ist, wird, glaube ich, niemanden überraschen. Ihr werdet überrascht, wie viele Leute sich davon noch überraschen lassen. Vielleicht habt ihr recht. Müssen wir sonst noch irgendwas in Janka tun oder sind wir hier schon fertig? Nein, ich denke, wir müssen nur noch das Treffen der Kapitäne ausrichten, um zu sehen, ob sie uns folgen werden. Wir können das für morgen ansetzen, wenn ihr sonst keine wichtigen Dinge mehr vorhabt. Naja, also ich hätte nichts, hat noch sonst irgendjemand was vor. Also, ich werde auf jeden Fall noch mit Xenos sprechen. Und dann wollte ich die Elefanten noch besuchen. Einige Dinge. Ich muss noch einiges für die Hochzeit organisieren. Naja, keine Sorge, Boltax. Wir haben meine Rede schon geschrieben. Das wird sehr schön.
Das ist super. Ich habe dich ganz fest eingeplant in die Zeremonie. Ja, wunderbar. Ich würde gerne versuchen, den Schaden zu beheben, den Sephirim angerichtet hat, aber ich fürchte, dafür wird nicht die Zeit sein. Aber vielleicht ist genug Zeit, um einen Anfang zu machen. Also noch einen Tag länger, Boltax? Ja, das klingt sehr vernünftig. Ein Tag wird reichen. Gut, ich denke, es wird auch unseren Magiern Gelegenheit geben, sich zu erholen. Und sich ihrer Forschung zu widmen, denn sonst ist ja ständig irgendetwas anderes. Ihr sagt es. Ständig ist man mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, die einen ablenken. Ja, aber mir Bücher lesen ist keine Ablenkung, das suchst du dir selber aus. Und das Wein trinken ist auch keine Ablenkung. Nun, ich meinte, die Gefahren, die Abenteurerei, die man ständig um sich herum hat, ist sehr störend. Ja, das tut mir aber leid, dass du uns als störend empfindest. Nun, nicht euch, aber die Umstände. Siehst du, wie könnten wir störend sein, Rafim? Ja, mit meiner Persönlichkeit gar erst. Wisst ihr, Abelmir, wenn ihr die Schlacht überlebt, könnt ihr euch ja vielleicht in einem netten Magierturm zur Ruhe setzen. Ich bevorzuge ein eher flaches Anwesen. Magiertürme benötigen Treppen und Stufen und nein. Ein flaches Anwesen ist viel besser. Ah, ja. Ich dachte, die meisten Magier würden Türme bevorzugen, weil Kraftlinien einige Meter über dem Boden liegen. Nun, manche, aber nicht alle. Naja, aber mir ist es ja wohl klar, dass wenn wir das hier beide überleben, dass du mit zurück nach Al-Anfa kommst. Wollen die schon wieder dorthin? Ja, natürlich. Also wirklich, ich lade euch alle ein. Das wird sehr schön. Abelmirs ruhiges Leben in Al-Anfa. Ja, ich fürchte auch. Oh ja, ihr könntet wieder an die Universität gehen und lehren. Ja, vielleicht sollte ich ins Horasreich zurückgehen. Aber ich Abelmir, was willst du denn da? Da bin ich doch gar nicht. Ja, aber dort herrscht Kultur und Zivilisation und Theater und Thermen und Wein. Ja, aber Abelmir, was soll ich denn da? Die mögen mich doch da gar nicht. Oh, aber ja. da gibt es das Theater, wo die Theaterritter herkommen. Ja, das kannst du dir doch angucken, Rafim. Ja, das ist natürlich richtig, aber wenn dieser Auftrag hier beendet ist, dann werde ich auch erstmal wieder viel in der Einheit dienen müssen. Ich hatte jetzt ja schon sehr viele freie Tage. Ja, und wir müssen noch auf Drachenjagd gehen. Das hattest du mir versprochen. Mit deinen freien Tagen. Also ich glaube nicht, dass wir bald Zeit haben. Nun, wir werden sehen. Wir sollten vielleicht keine Planung daran stellen. Naja, du glaubst ja an dein unbedingtes Überleben. Ich bin positiv gestimmt, ja? Widerlich. Aber was wolltet ihr sagen? Wie ist das eigentlich mit eurem Zeitreiseprojekt? Ihr müsst das tun, weil sonst Zatinaf kommt und euch frisst? Nun, eher ein schwarzer Drache, der mich frisst oder gefressen hat. Es ist etwas kompliziert zu erklären. Ja, das finde ich immer noch verwirrend. Also, Sulaimin, er möchte da mit einem Drachen ein Schnippchen schlagen. Wir sollten Abelmir mit allem unterstützen, was wir haben. Nun, die Zeitlinien könnten durcheinander geraten, wenn die Ereignisse nicht eintreten, wie sie eingetreten sind. Aber sie sind doch schon eingetreten, deshalb können sie gar nicht anders eintreten. Deshalb wird Abelmir bei seinem Zeitreiseprojekt auch nicht scheitern. Es sei denn, die Ereignisse treten nicht ein, die eintreten müssen, damit die Ereignisse, die bereits eingetreten sind, eintreten. Dann wären die Ereignisse, die bereits eingetreten sind, nicht mehr imstande einzutreten. Außer wir befinden uns an einem Kausalknoten, nicht wahr? Außer wir befinden uns an einem Kausalknoten. Ja, also ich hab's heute schon zweimal gesagt, aber ich sag's gerne wieder, ich bin einfach zu nüchtern für solche Gespräche. Nicht nur ihr, Rafim. Gott habe mir das tatsächlich versuchen, wäre es unserer aller Gesundheit sehr träglich, wenn ihr dies nicht ohne entsprechenden Schutz vor dämonischem Einfluss tut. Nun, ich weiß, mich schon zu schützen. Dies halte ich für extrem fragwürdig. Nun, was ihr glaubt, interessiert mich herzlich wenig. Ich muss dies tun, ob ihr mich unterstützt oder nicht.
Naja, sollen wir mitkommen, Abel Mir? Wie hast du dir das vorgestellt? Also ich weiß gar nicht, was du vorhast, ehrlich gesagt. Ich höre nur mal nicht. So Fetzen. Ich habe gesehen, wie er alleine aus dem Nichts kam und sich gerettet hat. Aber Abel Mir, es kann überwältigend sein, in die Vergangenheit zurückzublicken. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bereite mich jedes Mal Stunden darauf vor, bevor ich einen Blick in die Vergangenheit wage. Ihr müsst euch auf jeden Fall mental stehlen. Ich kann euch auf dieser Reise zwar nicht körperlich begleiten, aber vielleicht im Geiste und euch unterstützen dort vor Ort. Dazu müsst ihr ja am betreffenden Ort aber sein, an dem dieser Tathergang geschehen ist, oder? Nein. Ich meinte damit eher, ich begebe mich in einen Teil eures Bewusstseins, in dem ihr mich einladet und verweile. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Nun, ich kann es euch nur anbieten. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe als Ort Selam vorgesehen. Es gibt doch laut meiner Aufzeichnung einen alten Tempel, einer sehr alten Gottheit. Darüber hatten wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Vielleicht lässt sich in diesem Kontext dann auch das Rätsel um diese Sanduhr lösen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Die Gottheiten stehen konträr gegenüber, aber beschützen doch das Gleiche, soweit ich es verstanden habe. Nun, ja. Schau mal, diese Sanduhr-Entität. Ich möchte den Namen nicht nennen, wenn ich ihn nicht nennen muss. Anders als viele andere, ihre Art ordnend eingreift und nichts Chaotisches an sich zu haben scheint. Ich werde nicht schlau aus dieser ganzen Sache. Vielleicht können wir das Rätsel vor Ort lösen. Ja. Nun ja, auch Prios Widersacher hat gewisse Aspekte der Ordnung. Einer pervertierten Ordnung, aber dennoch Ordnung. Das liegt daran, dass ihr das Konzept dämonischen Wirkens immer noch aus künstlich eingeschränkten Blickwinkeln betrachtet. Ihr müsst euch von der strikten Gegenübersetzung der Götter und der siebsphärischen Entitäten lösen, erst dann wird ein Schuh daraus. Ja. Ich hab's heute schon dreimal gesagt, aber ich sag's gerne nochmal. Ich bin zu nüchtern für dieses Gespräch. Ich verstehe nicht, wie ihr in einem Raum mit mehreren offenen Flaschen sitzen könnt und immer noch diesen Satz raushauen, anstatt endlich etwas zu trinken. Ja, ich wollte mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten. Vielleicht daher auch meine genervte Art. Ich geb's ja ehrlich zu. Also, mir gefällt der betrunkene Rafim dann deutlich besser. Nun, ja. Würde ich sagen, dass wir alle den Abend über unseren Geschäften nachgehen und uns ein wenig von dem Tag erholen. Ja, 2 Tage, dann laufen wir aus, ist das richtig? Ja, wenn die Gespräche zu unserer Zufriedenheit verlaufen. Wunderbar. Okay, dann beginnen wir unten bei Serpentilio de Lazar. 2 Tage. Ich hätte bereits gesagt, dass ich gerne Tetiana mal konsultiere qua der Symbole und teilübersetzten Rituale und Dämonen aus dem Dämonikon-Fragment. So, das wird aufgeschrieben und per Nuncio Volo fortgesendet. Ja. Ansonsten habe ich tatsächlich nichts zu tun, außer mich auszuruhen und meine Kräfte zu schonen, denn meine ASP sind mal wieder leer und ich werde sie brauchen. Hast du Kontrolle über Dämonen als Sonderfertigkeit? Es gibt keine Sonderfertigkeit, die so heißt. Verbindung zum Beschwörer ist das, ne? Aber beim Nuncio Volo hast du das ja nicht. Nuncio Volo ist ein Zauber und beschwört nur quasi dämonische Essenz. Genau. Es ist kein Dämon. Er kann entsprechend nicht übernommen werden, bleibt aber sehr wohl an einem Guardianum und den nicht in Objekten hängen. Aber du musst die Reichweite einstellen, ne? Ich muss die Reichweite einstellen. Wie wird es denn von hier nach Konchon? 250 Meilen? Du schickst den Zauber los
beziehungsweise deine Übersetzungsfragen und merkst, dass dir wohl ein Teil deiner Lebenskraft aus dem Körper herausgerissen wirst. Du verlierst einen weiteren 1W6 Schadenspunkte und stellst dabei fest, dass der Nuncio Volo wohl weiter als Kunchum fliegt. Weiter im Sinne von, er peilt keine Setianer an und der ist genau, nicht Kunchum. Genau, also er peilt keine Setianer an, das hast du schon verstanden. Ich habe nicht die ASP, mir jetzt einen Gatonki hinterher zu jagen. ich hab nach dem Zauber nicht mehr die ASP überhaupt irgendwas zu tun. Genau, deswegen darfst du ausruhen. Ich werde in dieser Zeit Artefaktthesen entwickeln, aber das mache ich im Forum, denn das geht ja, während man ruht. Ja, dann Rafim, 2 Tage Zeit. Ich würde in diesen 2 Tagen so harte Drills fahren, wie es mir Menschen möglich ist, mit den Soldaten, die wir haben. Ja, wen möchtest du hier lassen? Die ganzen Schiffsjungen schmeißt du jetzt runter? Also, ich natürlich nicht, aber mit Abstimmung. Ich würde die Schiffsjungen hier lassen, ich würde die Katzen ausladen. Gibt's ja, dann machen wir das quasi zusammen. Also genau. Ich glaube, Abelgard sagen, die soll sich um die C-Schüler kümmern. Ja. Die Katzen würde ich der Raya geweihten geben, Dulia, die momentan in Janka ist. Genau. Die sollten wir tatsächlich noch Gefangene auf dem Schiff haben, würde ich die natürlich auch ausladen. Ich muss gerade mal schauen. Ja, die Füchse von Perikum, genau. Die habt ihr auch noch. Koras Mold hatte die gehängt. Ich dachte, die hätte Rondrigan mitgenommen. Ist das so? Kann ja, auch ich sein. Meine auch. Doch, genau. Nur Koras Mold hat euch da gelassen und den hattest du gehängt, genau. Warte, lass mich den Rest mal eben durchholen. Die Köche hast du noch. Ja, die können sterben. Vielleicht haben wir noch ein Gespräch über Ephanora, aber also Zulamin wäre eher der Meinung, dass wir sie brauchen. Ja, die Erfahrtgeweihte. Ja, weil sie ist zwar jung und schützenswert, aber trotzdem, sie könnte auch echt hilfreich sein. Ich glaube tatsächlich. Also sie ist auch die Auserwählte von Effard, ne? Also in dieser Schlacht sollte sie schon dabei sein. Das ja, ist ihre Aufgabe. Wir hatten auch den Plan, dass sie das Effardhorn spielen soll. Dann würde ich aber diese 2 Tage auch nutzen. Ich meine, ich bin ja mehr als ein fähiger Feldwebel, um einzuschätzen, wer von der Besatzung uns mehr zur Last fallen wird als helfen. Also ob ich irgendwelche Leute schon mal raussuchen kann, wo ich weiß, den Mann kann oder die Frau kannst du am Ende nicht brauchen, weil die werden in Panik verfallen. Die Köche, aber die braucht ihr noch, weil ihr habt noch, wir haben jetzt Zahl, bis zu den namenlosen Tagen braucht ihr auf alle Fälle noch eine funktionierende Kombüse. Aber die werden die durchdrehen. Ja, ja, genau, okay. Also so, ich weiß nicht, Ende Raya sollte man die dann verbannen. Ja, und dann möchte ich mit denen, also einerseits mit mal unseren schwarzen Köchen, dann haben wir noch ein paar Dukatengardisten, obwohl die würde ich eigentlich eher da stehen lassen, die sollen das Schiff bewachen, das Schützenregiment, die Bogenschützen und meine Trollzacker würde ich als Maßstab nehmen und dann exerzieren wir 2 Tage so hart wie möglich, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Was denkst du über die beiden Helden, TM? Sind halt Helden, also deswegen weiß ich nicht, müssen die Leute entscheiden, die da verantwortlich sind. Ich schätze mal, wir versuchen sie wegzuschicken, aber die lassen sich nicht überzeugen. Achso, genau. Weil sie sind ja da, um Heldentaten zu tun. Genau, ich weiß. Wer ist denn nochmal Lutisana, die Faldor? Die Frau sagt mir nichts. Genau, das ist die 2. Heldin. Ach so. Kalfater, der Nostrianer und Lutisana, die Faldor. Machen die den Eindruck, dass sie mir am Ende mehr, dass sie weniger nützlich sind, als dass sie hilfreich sind? Nee, also die werden sicherlich ein paar Piraten besiegen können. Okay, wunderbar, das reicht mir völlig. Dulamin redet noch mit Netia. Also mit der würde sie offen reden und sagen, dass es ja keinen Wert hat, wenn sie mit uns in den Tod geht und ob es ihr recht ist, wenn wir sie zum spätestmöglichen Zeitpunkt absetzen. Weißt du, Dulamin, ich bin alt genug. Ich habe damals schon mit dem guten Rataral die Küsten erkundet und wenn dies nun darauf hinausläuft, dann bin ich gerne auch bereit, mein Leben zu geben. Solltet ihr später auf Probleme stoßen, für die ihr meine Hilfe braucht, dann wäre es sehr ärgerlich, wenn ihr mich in Janka zurückgelassen habt. Bis Selam werde ich euch auf alle Fälle begleiten. Gut, und dann denkt ihr vielleicht noch einmal drüber nach.
Das werden wir tun. Und bis dahin freue ich mich, dass ihr uns noch eine Weile erhalten bleibt. Und Philomene umarmt die alte Frau. Setz dich doch noch ein bisschen aufs Bett und erzähl mir ein paar Geschichten von dir und ich erzähle dir dann von meinen Geschichten. Ich habe ein paar gute Geschichten auf Lager. Sehr gerne, wir haben ja noch einige Tage.